So, ich hab's jetzt nochmal reingestochen. Ah, oh, fuck. So. Ehrlich jetzt? Ja. Alter, die ist völlig irre. Die ist völlig Höhenflüge durchs ganze Lernen. Bro. Ist so. Aber ich muss jetzt erstmal. Oh, irgendwie. Ich muss jetzt erstmal damit klarkommen oder gucken, wie ich das jetzt mache. Weil das halt ein bisschen kacke ist. Von wegen. Das ist nämlich hier. Also ich weiß halt nicht, wie ich das. Oh, das ist voll nervig. Also ich habe auf jeden Fall jetzt hier ein Loch. Vielleicht hole ich meinen Mitbewohner. Vielleicht kann er mir das ganz schnell machen. Ich wollte gerade sagen. Chris! Ich glaube, komm mal her, bitte. Ja. Komm mal her. Komm mal her. Kannst du mir helfen? Warum? Ich habe mir gerade eine Nadel ins Ohr gestopft. Und ich krieg diesen fucking Ohrring aber nicht rein. Kannst du dir kurz Handschuhe holen da hinten über das Ding, also ich über die Masken. Nicht an. Oh fuck. Hol mal bitte deine Brille, okay? Wo soll die Handschuhe? Warte, wenn du. Ja, da bei den Masken. Da drunter. Ja, genau, da drunter. Scherzkeksen. Okay. So. Genau. Weil du das ja natürlich besser siehst, Chris. Mhm. Nah genug ran schon. Warte schon mal kurz. Stopp. Ah, du brauchst du ein Licht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay, also guck. Hier, siehst du das? Ja. Wenn du jetzt umkippst, Chris, dann lass dich hier dran. Kannst du bitte das Licht anmachen? Dankeschön. Okay. Ja, du kannst es hochnehmen. Okay. Ja, kannst du hier hinkommen. Aber, warte, so. Komm mal her. Oh, fuck my life. Du musst halt einfach nur versuchen. Aufpassen, die Jessie muss das auch sehen. Ja, ja. Guten Tag. So, du musst jetzt einfach nur versuchen. Oh mein Gott, Junge. Ja, ich bin halt schwer. Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Oh mein Gott. Okay. Ich bin so gespannt. Also guck, ich hab's jetzt durchgeschickt. Was ist wehgetan? Nur ein bisschen. Ich kann dir auch eins machen. Nee, lass stecken. So, lass stecken. Also guck. Ja, ein bisschen gut. Und ich bin nicht umgekippt. Wow. Ja. Dann ist mit deinem Finger. Ja, ist echt so. Mit meinem Finger war es ganz anders. So. Jetzt das hier muss da durch dieses Loch, okay? Okay? Das hier. Oder ich mach. Ach, ich weiß nicht. Also. Aber ich glaube, das ist schwieriger, wenn man es mit dem macht. Nee, okay, das hier. Okay, mach's mit dem hier. Mach's mit dem, okay? Das da? Durch das Loch, also das Ding rausziehen und das da reinstecken. Ja. Ja. Ja, auch wenn es falsch rum dann ist, aber ist nicht schlimm. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe jetzt dieses Loch erstmal. Und das Blut hört auf. Hier, nimm das mal. So. Und du musst halt hinten, du kannst es langsam rausziehen und dann halt hinterher. Weißt du, ich meine? Weißt du, ich meine? Ja, dass das Loch halt nicht zugeht. Genau, dass das Loch halt nicht zugeht, ja. Okay. Oh mein Gott. Wenn du das machst. Ich finde es immer schlimmer, wenn das andere Leute machen. Nee, zieh's lieber. Achso, ja, ist weniger. Ja. Warte, und dann von, also so von, also Ohr und dann. Wie willst von du das denn rein machen? Wie willst du das? Willst du es von vorne? Willst du es so machen oder willst du es so machen? Weil dann kannst du natürlich die Nadel nach da ziehen. Ja, eigentlich sinnvoller. Nee, aber ich meine hier das Ding reinstecken, so. Dann wäre sinnvoller so in die Richtung, wo ich es rausziehe. Ne? Wie du willst, okay, bitte mach einfach. Wenn ich umkippe jetzt, gell, dann ciao. Okay. Kipp nicht. Oh. Ja, du schaffst das. Ach, fühlt sich das eklig an. Oh mein Gott, ich will gar nicht hingucken. Okay. Kann man das doch nicht drücken? Es wird wahrscheinlich anfangen zu bluten. Hast du das andere schon durch? Ja. Das andere durch? Ja. Okay, geil. Okay, danke schön. Und jetzt kannst du eine Kugel. Ich hab Angst, dass es rausfällt. Nein, es fällt nicht raus. Hast du das andere durchgeschoben? Ja, das andere. Ganz ist durch? Ja. Oh mein Gott, ja! Geh dir noch ein bisschen mehr drücken, wenn du willst. Hör auf zu drücken. Okay. Jetzt kannst du dieses Ding
da dran schrauben. Da ist so ein Löchlein. Das soll ich hinkriegen. Ja. Mit Handschuhen. Ja, du kannst auch ohne Handschuhe. Ich habe hier Desinfektionsmittel, komm. Warte. Okay. Oh mein Gott. Mikrochirurgie hier. Alter. Ja. Ah. Hast du es? Nee, es war. Alles gut. Also Chanel ist übrigens rausgeflogen, falls du es nicht gelesen hast. Wer? Chanel. Wer war nochmal Chanel? Ich kann mir Solin merken, ich kann mir Alex merken. Chanel, oh mein Gott. Ist es dran? Ja. Hast du es ganz zugemacht? Ja, theoretisch schon. Also ist sie jedenfalls kein Gewinde mehr. Chanel. Achso, die ist rausgeflogen! Ah, nicht so fast. Okay. Du hast. Dein Ernst jetzt? Das war's? Ja. Ja, geil, ist einfach drin. Aber falsch rum, aber ist okay. Danke. Ist egal. Oh mein Gott, jetzt muss erstmal das Bluten aufhören. Ja, weil normalerweise geht es andersrum. Also normalerweise muss man. Normalerweise sieht es nicht so aus, sondern da vorne ist so ein Dings. Okay, warte, du hast es jetzt. Das ist wirklich, oh mein Gott. Chris, oh mein Gott. Ja, Jesse, ich hab's geschafft. Ich find's wichtig. Also mit dem Chris. Dir selbst einfach da so reinge. Ja, das ging eigentlich voll schnell, Chris. Ernsthaft. Tut doch weh. Wir haben, glaube ich, auch vor 10 Minuten angefangen. Ja, Mann. Und hier ist die Haut drin. Hier in diesem sehr lecker. Dünnen Ding. Ich meine, okay, ich hatte auf der Arbeit schon Probleme, mir so eine feine Kanüle in den Finger zu pieksen, damit ich mir mal selbst Glukose messen kann. Rein aus Interesse, da ging ich schon nicht. Bro. Vielen, vielen Dank, Chris. Bitte. Okay. Die mit dem Arm, gell? Die mit dem Arm, die hier das hatte. Ach ja. Die mit dem Haus. Okay. Hä, aber warum ist die geflogen? War die so schlecht oder was? Dein Ernst? Ja. Was war denn bei der so schlecht? Max, jetzt mal kurz halt nicht, dass man hier. Achso, ja, komm. Okay, geil. Oh mein Gott! Soll ich das ausmachen? Ja, die war halt nicht so gut. Okay, die war nicht so gut, okay. Ja, gut. Nee, kannst anlassen. Ich muss eh noch jetzt erstmal das bewundern, wie du das gemacht hast hier. Schreiben. Oh, Jesse, ich kann's nicht glauben. Immer wieder gerne. Danke. Weil ich das nicht reinpieksen muss. Nein, musst du nicht. Das mach ich schon. Also, sieht einfach so hart viel jünger aus, wenn du deine Haare zusammen hast. Das ist echt völlig abnormal. Nochmal so am Rande. Danke. Ciao, genau. Danke. Ja, Ich seh halt so aus wie 19 oder 18 oder 17, keine Ahnung. Oh, aber saugeil! Ey, Jesse, danke, dass du so da warst mit deinem Support. Das hat mir sehr geholfen. Ernsthaft. Weil sonst glaube ich, ich hätte mir eigentlich gar nicht geholfen. Ach, egal. Ich mache mir nächstes Mal noch aufs andere Ohr. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Weil ich es irgendwie geil finde. Aber ich muss noch mal mit dem Fake gucken, ob es beim anderen Ohr überhaupt gut aussieht. Weil ich habe noch so ein Fake-Helix-Ding. Alter, ich hätte nicht gedacht, Alter. Und das für 20 Euro? Beim Piercer wäre ich so richtig nervös gewesen, Alter. Bitte? Beim Piercer wäre ich so richtig nervös gewesen. So richtig irre. Ja, du warst wahrscheinlich nervös, aber keine Ahnung, du warst, glaube ich, einfach richtig erstmal hingeladen. Voll! Ja. True. Ja, geil.